Voss. Man hört die Anfeuerungsrufe ihrer Kolleginnen. Ein Geschenke gestreckt mit ganzer Schraube. Klein Hüpfer bei der Landung. Aber ansonsten wird es kaum Abzüge geben. Sie wird die Erste sein, die einen zweiten Sprung anbieten wird. Es ist wichtig, wenn man sich am Sprung empfehlen will, denn das Finale möchte, benötigt man zwei Sprünge, zwei verschiedene Sprungarten. Zweite Sprung von Sarah. Auf diesen Sprung schafft sie, gerade wenn der aufs Brett, eine halbe Drehung zum Sprungtisch, dann einen Überschlag. Mit Zeiten vorwärts gehockt und dann noch eine halbe Drehung. Sie ist sehr zufrieden. Und wir können noch die Wertung von Eddie nachreichen. Eine sehr, sehr... Gerade kam die Entwarnung von Lea Krieser, nichts Schlimmeres vorgefallen. Trotzdem, aus Sicherheitsgründen wird sie natürlich aus dem Wettkampf genommen, da man bei einem Sturz auf den Kopf natürlich nie wissen kann, ob es was Schlimmeres ist. Deswegen nicht, dass noch etwas als Folgesturz passiert. Und nun konzentrieren wir uns wieder auf den Balken. Sarah Voss. Sarah muss leider einen Absteiger in Kauf nehmen. Die Anfeuerungsrufe wirken bei ihr. Nicht funktioniert. Nun die Vorbereitung für den Abgang. Sie hat sich Zeit gelassen und sich dementsprechend gut für den Abgang vorzubereiten. Es ist natürlich besser so, bevor etwas anderes passiert. Man soll sich dann nicht durcheinander bringen lassen, wenn die zweite Glocke ertönt. Man bekommt Abzug, ja, aber
Die Übung sollte gut zu Ende gebracht werden und dann sollte man sich auch nicht aus der Ruhe gebracht werden lassen. Durch die Absage von Lea Grieser sind wir fertig mit